Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Assassin's Creed Odyssey. Wir sind auf dieser Insel gestrandet, mehr oder weniger, weil ich dachte, hier gäbe es etwas, aber ja, außer Spesen nichts gewesen, oder beziehungsweise Lava. Die gibt's hier auf der Insel definitiv. Ja. Ne, Ikaros? Schöne, flüssige Lava. Na gut, schön ist, ne? Mal dahingestellt, aber ja. Gucken wir mal auf die andere Insel. Ich hatte ja gesagt, ich wollte dahin schwimmen. Hoffe einfach mal, dass mich keine Haie angreifen. In dem Moment, wo ich hier ja, lang schwimme. Wow. Da fliegende Fische. Okay, jetzt muss ich doch nochmal gucken. Ja, geht. Sehr schön. Ich meine, wir müssen das ja auch mal ausnutzen und so, dass wir hier unendlich tauchen können, nö. Ist halt so. Und so sehen Fische halt nun mal besser aus. Als fliegend. So halb über der Wasseroberfläche. Ja. Gucken wir mal, was wir auf der Insel finden. Definitiv Gestein. Also Eisenbrocken. Nö. Vielleicht auch noch andere Dinge. Ja, Vögel, aber danach habe ich nicht gesucht. Irgendwelche Schätze oder irgendwie sowas? Irgendwas? Da bin ich jetzt auch umsonst hier drauf. Nein, nicht ganz umsonst. Wir haben, ne? Bisschen was an Eisen. Aber mehr oder weniger. Es gibt useless Inseln in diesem Spiel. Das fasziniert mich immer wieder. Also so wirklich. Oder die werden irgendwann noch eingebunden, aber wirklich unnütze Gegenden, die einfach nur da sind, damit die Spielwelt nicht leer aussieht. Oder irgendwie sowas. Ich meine, wofür ist das und die andere Insel da? Ja, hier war meine Zivilisation, aber jetzt nicht mehr. Die ist jetzt drüben. Aber hey, du kannst trotzdem hier drauf laufen. Ist das nicht schön? Ich meine, einerseits ist es cool. Ne? Aber andererseits, ich hätte mir gern gewünscht, dass man zumindest noch mal eine Kleinigkeit hier hinmacht. Ich meine, irgendwas, also außer Gestein. Ne, das erwarte ich. Also das Gestein, also Eisenbrocken, die erwarte ich einfach. Das ist, ne? Nichts, wo ich jetzt sage, ja! Okay, oder Tote. Gut, ich habe nichts gesagt. Hier sind zumindest ein paar Drachen verteilt. Und so was Spezielles hätte ich halt noch erwartet. Irgendwas Tolles halt, ne? So ein paar Drachmen und so ein bisschen Eisen ist halt, ja, an sich jetzt nichts so Besonderes hier in der Welt. Okay, gut, dann hätten wir das erledigt. Ich wollte die Schlacht der 100 Hände ja jetzt noch nicht machen. Dafür wollte ich hier nach Kurs aufbrechen, weil wir hatten ja gesagt, wir gehen da so der Reihe nach runter. Ne, inseltechnisch. Und Melos sollte eigentlich nach Kurs kommen. Eigentlich. Aber dadurch, dass wir ja da schon in der Nähe waren, wegen Hydrea und dann segeltechnisch halt hinreisen konnten, habe ich das ja vorgezogen. Jetzt geht es aber nach Kurs. Dass wir da die Insel eben, ne, schnell abklappern können. Ja. Das machen wir, ne? Haben wir das wenigstens hinter uns. So. Könntest du langsam mal laden. Ich habe nämlich vorhin getrunken, deswegen brauche ich jetzt gerade noch nicht trinken, nach so ein paar Minuten Aufnahmezeit. Ist ja noch nicht so viel passiert, ne? Na, Spiel. Bleibst du stehen? Nein, gut. Ich hatte schon die Befürchtung. Super. Dann können wir einmal hier gucken. Ich komme hier auch relativ gut voran. Das hat mich schon bei Cyberpunk gewundert. Dass ich da so momentan so schnell vorankomme. Auch Valhalla, ne? Es läuft ganz gut. Auch so mit am... Na gut, ich bin alleine. Ich wollte gerade sagen, und auch so mit so einem Stück aufnehmen. Ne, das ist so, ja, aber das ist ja eher nicht durch die Spiele bedingt, sondern das hat ja eher was mit meiner
eigenen Real-Life-Situation zu tun, wie viel ich schaffe und wann ich wie aufnehme, ne? Das ist ja dann, ja. Erwähne ich ja immer wieder, dass ich deswegen ja auch am Stück so viel aufnehme. Sonst würde ich es wahrscheinlich, wäre meine familiäre Situation anders und würde ich hier mit Geld verdienen. Na gut. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt mit hier mit Geld verdiene, meine familiäre Situation ist halt, denke ich mal, der springende Punkt eher. Könnte ich wahrscheinlich auch täglich für den nächsten Tag aufnehmen. Immer so eine halbe Stunde bis 40 Minuten sind ja eh meine Parts, ne? Immer so von Spiel zu Spiel springen. Dadurch, dass ich aber nicht immer jeden Tag das hinkriege und ich auch keine Folgen ausfallen lassen will, ne? Wie gesagt, ne? Schwieriges Thema. Zumal, ja, da ja auch keine, wie ihr mitbekommen, öfter schon mitbekommen habt, keine Rücksicht drauf genommen wird von familiärer Sicht, weil ich meine, das ist, ja, unnötig, ne? Sagen wir es mal so, wie sie es sehen, sie finden es halt unnötig. Ich mache erstmal die Dings. Komm. So viel Zeit muss sein. Deswegen sind wir ja hier. Ne, weil wenn man... Ich glaube auch, wenn man als Mensch keinen Kontakt zu Videospielen hat und nicht erkennt, was für einen Wert die für manche Menschen haben, dann kann man es auch sehr schnell als unnötig sehen, weil ich meine, sie klauen Zeit. Ne? Und, ja, was hat man großartig davon? Aber was hat man generell großartig von mehreren Lebenssachen? Ich meine, danke. Ne, es gibt ja viele Dinge, die halt in dem Sinne sinnlos wären, aber dann wäre das ganze Leben ja sinnlos. Ich hoffe, man versteht, was ich damit ausdrücken will. Ich meine, das ist ja das Grundprinzip auch von Depressionen, dass man halt Dinge so sieht, wie sie sind und anders wahrnimmt, ne, als jetzt nicht depressive Menschen und dann so denkt, ja, hier, ne, warum soll ich meine Zeit nur vergeuden? Aber das ist ja falsch. Man vergeudet seine Zeit nicht, man fühlt seine Lebenszeit. Und wenn einem etwas Spaß macht, dann sollte man das auch tun. Weil ich meine, was willst du sonst mit deinem Leben anfangen? Das Leben ist halt nur mal scheiße. Du isst, du trinkst, du schläfst. Ja. Und, das, und dann musst du halt was finden, was halt nicht nur dazu da ist, um alt zu werden oder um zu... Ja, ne? Einfach nur vor sich hin zu vegetieren. Und Videospiele sind halt was Schönes, weil ich meine, in dem Sinne sieht man Welten, die man so nicht sieht, wenn man halt nicht dazu kommt, momentan wegen Corona, aber ne, ganz im Ernst, auch ohne Corona, sowas hier bekommt man nicht zu Gesicht. Also nicht als normaler Mensch, der halt zu Hause in der Bude festgekettet ist und vielleicht auch noch einen 9-to-5-Job hat und eh schon krass überfordert ist und ne, ja, die ganze Zeit nur grau und ich weiß nicht. Sowas halt, dann sieht man hier sowas nicht. Und Videospiele sind halt so ein Medium, auch Bücher und Filme und Serien, ne, die einem dann halt quasi ja, andere Dinge zeigen. Finde ich und ich bin da, vielleicht bin ich da auch einfach nur, herrscht da vielleicht auch einfach nur gegenseitiges Unmissverständnis, darauf wollte ich hinaus, dass ich nicht verstehen kann, wie man mich nicht verstehen kann, dass man da irgendwie gegen hetzen muss. Ne, ich meine, okay, ich weiß, ich übertreibe. Wenn ich Videospiele in die Hand nehme oder Bücher oder auch selber beim Schreiben, ich neige immer dazu zu übertreiben. Das ist nun mal, das ist eine Eigenschaft von mir. Teilweise ist es Perfektionismus, teilweise ist es auch falscher Perfektionismus, muss man einfach nur sagen, weil Perfektionismus ist nicht immer so supi. Bei mir ist es definitiv meistens negativ konsultiert. Ne? Aber es ist ja nicht immer so. Es ist ja nicht für jeden so. Nicht jeder ist so drinne wie ich und sagt, ja, hier, ich muss, keine Ahnung, einen halben Tag lang zocken, weil, ne, weil, nein, ich muss eigentlich nicht. Ich möchte es, weil mich die Story so mitnimmt und ich dadurch die Zeit vergesse. Ich bin sowieso so ein zeitvergessener Mensch. Also ich kann mich leicht in Dingen verlieren. Aufgrund meiner Fantasie und ne, generell
Und nicht jeder ist so ich, aber ich bin quasi für meine Familie das Beispiel von Gaming. Also wie es ist, wenn man Gamer ist. Und das ist halt, ich bin halt extrem. Ich bin wirklich ein Extrem, was so halt eigentlich für Casuals nicht ist. Ne? Es wird halt nicht wahrgenommen. Es wird halt nur wahrgenommen, wie viel Zeit ich halt darin investiere. Und das ist ja halt, ne? Damit wir den Bogen wieder spannen, useless und. Ach komm. Ich wollte ihn nicht treffen, also. Nein! Okay. Ach, komm. Darf ich? Nein, ich darf noch nicht. Darf ich? Danke. Was habe ich denn hier? So. Okay. Haben wir gemacht. Mal kurz die normalen Pfeile. Kopfgeld muss ich auch mal kurz bezahlen, weil ich habe keine Lust, um da jetzt so schnell hinten hinzulaufen. Okay, ja, wie gesagt, ne, ist halt immer. Ich erkläre es auch immer wieder, weil ich bin mir nie sicher, in welchem Let's Play ich es erwähne. Ich meine, hier habe ich es, glaube ich, auch schon erwähnt. Ne, aber ich habe halt so viele nebeneinander, dass ich dann halt manche Themen nur in, vielleicht eventuell nur in gewissen Spielen drin habe und nicht bei anderen, weil die Situation gar nicht zustande kommt. Und hier dann wieder der Gedanke aufkam, ja, in dem Moment kommt der Gedanke auf und dann will ich ihn einfach loswerden und dann, ja. Ich fühle mich wie in Zelda. Das Huhn greift mich an. Okay, gut. Wo sind wir jetzt und wie weit haben. Oh, wir sind schon da. Sehr gut. Hier. Aber wenn das zwei sein sollen, wo ist denn der zweite? Oder ist es wieder hier wie bei beim letzten Mal? Ah, ne. Diesmal finden wir aber auch beide. Oh. Ja, das war wohl die Fuhr nicht so gut. Ich habe nichts getan. Ich bin nur auf den Tisch gelaufen. Oh, haben sie doch mitbekommen. Na gut. So, hier ist dann gleich die Zwongos-Höhle. Ja. Das Eonweih gut, okay. Das ist die Höhle. Gehen wir gleich als nächstes hin. Na, und wie gesagt, also ist halt immer so ein bisschen aufnahmetechnisch schwierig. Was ich dann aber auch wiederum, das ist auch eine gute Überleitung, was ich dann halt auch wieder hintern beiß, weil ich würde ja weniger machen, teilweise. Ich würde ja nicht, ich bin ja nicht immer so gelaunt, dass ich jeden Tag so 5 Stunden Aufnahme, yay! Ne, ich würde ja halt auch switchen und dann mal da und mal da, ne? Aber es geht halt nicht, oder halt, ja, ne? Weil ich ja nicht immer aufnehmen kann. Das heißt ja auch nicht mal am Tag mal so eine halbe Stunde. Wenn ich nicht dazu komme, komme ich gar nicht dazu. Also es ist so ein ganz oder gar nicht Ding. Und was mich wiederum dazu treibt, ja, dass ich dann länger aufnehmen muss, weil ich ja, ne, das ist so ein ewiger Kreislauf, so Teufelskreislauf. Ne, ich komme nicht dazu, jeden Tag aufzunehmen, also muss ich an manchen Tagen länger aufnehmen. Natürlich, dass ich an manchen Tagen länger aufnehme, kommt sie dann negativ rüber, dass ich die ganze Zeit nur spiele und dann, ne, kann ich wieder nicht jeden Tag aufnehmen, weil, ja. Weil ich spiele ja nur den ganzen Tag. Was mich wiederum dazu führt, dass ich dann wieder an manchen Tagen wieder länger aufnehmen muss, weil, um das zu kompensieren, nennt man das, glaube ich. Ne, es ist, ja. Ist so ein Kreislauf. Vielleicht werde ich ihn eines Tages durchbrechen. Aber wahrscheinlich, selbst wenn ich ihn mit Geld verdiene, was ich hoffentlich irgendwann mal hoffe, also ich hoffe es tatsächlich. Es muss nicht, also es ist kein Muss.
Aber ich wäre doch gerne wieder finanziell etwas unabhängiger, aber es ist halt so, wie gesagt, so ein 9-to-5-Job ist halt nichts für meine Psyche. Wenn ich jetzt wieder irgendwo 24-7, ne, teilweise habe ich ja auch 24-7 gearbeitet, nicht ganz viel, aber ne, halt 7 Tage Woche. Oder beziehungsweise so, dass es halt wirklich nicht so aus. Nein, no, doch eigentlich 24-7, weil ich ja durch mein Schreiben ja auch, ne, auch wenn es nicht bezahlt ist und dann nicht anerkannt wird, ne, ist ja auch Arbeit und ja, das ist halt einfach dann irgendwann immer zu viel. Ne, weil man eh schon angeschlagen ist und dann halt zu viel, ne, sich übernimmt. Aber ich kann halt auch nicht ohne schreiben. Also, ich kann nicht ohne. Es ist halt meine Existenz quasi. Meine seelische Existenz. Ne? Nicht meine finanzielle Existenz, meine seelische. Das ist alles so wirr, einfach und doch kompliziert. Ne? Ich meine, vielleicht können es ja einige von euch nachfühlen. Ich meine, ihr guckt ja meine Videos. Also habt ihr ja ein gewisses Interesse an dem Medium und vielleicht auch an anderen. Ne? Und könnt das in dem Sinne nachempfinden, dass man sagt, ja, okay, ne, ich habe da was mir halt liegt. Und ohne ist halt, ja, das Leben wäre ohne sehr trist. Nö. Ich arbeite momentan auch wieder explizit, was ich meistens ja eigentlich nicht schaffe, wenn ich aufnehme, an dem Buch. Ich bin fast fertig wieder mit dem Durchsehen. Also mit durchkorrigieren. Na, ich muss sowieso einen Befehlshaber ausschalten. Na? Du bist mir nicht gewachsen. Haben Sie mich verloren? Eigentlich müssten sie mich verloren haben. Wo ist denn dieses blöde Feuer? Ich will keine Verstärkung. Oh. Ich glaube, das war das Feuer. Ja, komm. Mal einmal kurz. Feuer! Ja. Ja, du bist ein sehr guter, richtiger Krieger Gedöns. Ich hoffe, er explodiert. Bei dem Versuch hier. So. Nochmal Kriegsvorrat. Wo ist der? Ja. Ja. Geh du mal. Ich muss mal hier runter. Wo ist denn der? Ah, der macht da oben Feuer. Explodiert gleich. Implodiert? Ich bin mir manchmal nicht so sicher. Ich glaube, die sehen mich hier nicht, ne? Oder? Ja, ich muss mal kurz gucken. Ach da. Gerechte Soldat. Scheint, als wäre niemand hier. Wir haben Ihr. bisher noch jeden gefunden. Bleibt wachsam. Genau. Tja. Ist der eigentlich explodiert, der Fackeltyp? Ja, anscheinend. Falla hat funktioniert. Ja,
guten Tag, guten Tag. Okay. Wir haben sie verloren. Ja. Wenn die Mietklinge zurückkommt, mache ich sie fertig. Ja. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die haben Verwandte in Night City. Mietklinge, Mietmuskeln. Nö. Ist halt so ein bisschen ähnlich. Ja. So. So, jetzt müssen wir nur noch den Befehlshaber. Wo ist denn der jetzt? Gerade. Müssen wir noch ausschalten. Dann haben wir es. Ich glaube, er ist da, ne? Ist das der Befehlshaber? Ich glaube schon. Der sieht so special aus. Den würde ich gerne, meucheln. Bitte? Hier hochgehe, werde ich erkannt oder ist das so ein bisschen Secret hier oben? Nein! Sie ist manchmal etwas dumm. Ach. Würde ich gerne mitnehmen. Packt die das hier oben hin? Warum? Ich meine, das ist doch wunderbar für mich zum Klauen. Ah, hier. Die haben wir abgeschlossen. Das gefällt mir sehr gut. Das ist das Einzige, was ich machen wollte. Nicht irgendwie hier, ne? Sondern nur abschließen. Damit wir hier so ein bisschen, ja, hier können wir noch einen Schatz plündern. Ach, das haben wir schon gemacht mit den Silos. Ach, das war ja die Teil der Quest, ne? Ja, ja, wir waren ja schon gewesen und haben ja hier eine Quest gemacht. Ach, das war doch die Insel von Markus, ne? Hier. Groß, Markus. Okay, gut. Hieß doch Marco? Markus? Marco. Sorry. Marco. Ho, ho, ho. Ihr Best Friend Buddy auf Lebenszeit. Von Kefalenia. Gut, wir sind jetzt erstmal hier raus. Dann kann ich mich erstmal speichern. Nee. Ich meine, das Spiel neigt nicht dazu abzustürzen, aber... Sicher ist sicher. Tja, wenn man sich die Zeit hier anguckt, ich sitze auch schon lange an dem Spiel. Ich meine, ein halbes Jahr ist ein halbes... Nimm mir ein halbes Jahr. Über ein halbes Jahr, sorry. Ne, ist halt, ne... Wow. Ist halt schon krass, ne? Wenn ich das jetzt täglich, dann wäre ich schon durch. Aber es gibt halt auch viele DLCs zu dem Spiel. Ein paar haben wir ja schon angegangen, ne? Es ist ja schon ein bisschen was... Ja, wir haben ja nicht nur Hauptquest, also nicht nur das Hauptspiel gemacht. Okay. Ihr macht schon, ne? Ich lasse schon mal den Adler drüber kreisen. Nö, ist klingt ganz gut. Okay. Ja. Ist außerhalb, ne? Ja. Ah, da haben wir auch noch was. Zum Mitnehmen. Für unterwegs. Da vorne. Ich meine, wir sind ja schon auf dem Weg, also. Fast schon. Licht auf dem Weg. Da ist mir schon wieder warm. Immer noch. Wieder. Ich habe keine Ahnung. Aber das Wetter hat sich ja auch wieder aufgeschönt. Also aufgeschönt. Geschönigt. Ja, nee, ist klar. Ist ja wieder wärmer geworden. Ich meine, einerseits ist das gut, andererseits müsste ich dann wieder sprengen. Ja.
Nee, mein, momentan geht's noch, weil es zwischendurch auch nochmal zumindest ein bisschen regnet. Aber... ich geh mal vom Wasser. Ich bin nur am Tauchen, Schwimmen, also Gedöns. Ist nicht verboten. Das schon, aber... ich wollte gerade sagen, das muss ja keiner mitbekommen. Ja, ich bin hier. Dankeschön. Ich bin einmal weg. Und tschüss. Habe ich den Ort abgeschlossen? Oh, muss ich noch was machen? Nein, doch, habe ich. Warte mal, der Auftraggeber ist hier. Was ist er denn? Da. Und tschüss. Ich bin dann mal weg. Nö. Ja, nee. Das wage ich ja zu bezweifeln. So, der ist weg. Hier war noch den Schatz. Und noch ein Fragezeichen. Und noch was. Ein Tempel. Und Haus des Anführers. Und dann haben wir das auch abgeschlossen. Das ist da vorne. Okay. Ja, komm. Da oben ist er hin. Da ist der nächste Schatz. Gut, das hätten wir jetzt auch. Dann zum Fragezeichen. Und dann so einmal so rum, ne? Genau. Wo ist denn das Fragezeichen? Vorne müssen. Ich hab doch gerade das Fragezeichen angedingst. Ich mein, mir wird. Ich hab da oben auf dem Mini-Kompass geguckt. Sorry. Ich wusste nicht, dass es so nah dran ist. Also, es war schon nah dran, aber so nah. Oh, die Schule der Medizin. Schatz. Aha. Jetzt einmal hier oben. Da ist der Dings. Haben wir noch was? Da ist noch Schatz. Den nehmen wir auch noch mit. So. Es wäre mal doof, wenn es nur Drachmen sind, in Anführungsstrichen, aber gut. Ich bin dann doch lieber für Ausrüstung. Mein Drachen können wir auch gut gebrauchen, aber ich weiß nicht, ist mir irgendwie lieber, wenn wir gerade an solchen Orten sind. So, an anderen Orten ist mir das egal, was wir da kriegen. Also da nehme ich auch Drachen mit, aber irgendwie, ja. Gut, dann nehmen wir erstmal den hier, den Aussichtspunkt. Ist ja auch was Schönes. Nö. Okay. Das hätten wir. Hier ist dann noch das und hier ist noch das Haus der ja, das Haus des Anführers. Genau. Da vorne war das mit dem Dings, ne? Und hier ist das Haus. Komm, einmal kurz schon mal abchecken. Nö.
sehr viele Stadtschätze auch dabei. Was haben wir hier? Das ist auch noch ein Schatz. Oh. Okay. Interessant. Gucken wir doch gleich mal. Was wir hier kriegen. Irgendwas wird es ja wohl sein. Ich hoffe, hier ist keiner drin. Ah ja, 45. Ja, ja, das hat sich jetzt auch gelohnt, dafür zu erwischt zu werden. Das ist grandios. War nicht hier noch was? Nee, ich dachte, das war nur der eine, ne? Das heißt nur der eine. Ach, das war der obere und das ist der untere. Okay. Manchmal ist die Adlersicht ein bisschen verwirrend. Aber klappt ja immer, ne? Ja, ja, ist in Ordnung. Dafür steht keiner auf. So. Geschweige denn, werde ich dafür getötet. Das ist das. Da ist das, glaube ich, ne? Hier war doch noch was. Oh, das lief jetzt super. Ach, da vorne. Hier wurde Hippokrates geboren. Ach, wirklich? Bei all den Kräutern ist es kein Wunder, dass er Arzt geworden ist. Okay. Das wusste ich noch nicht. Das ist, interessantes Story-Detail. Ja. Und das erklärt auch einiges. Genau, dann haben wir das hier auch. Nö. Dann gehen wir jetzt mal kurz da vorne hin. Nehmen das auch noch mit. Dass er uns hier nicht begegnet, so als Dings, ne? Oder ist er uns hier begegnet? Ich weiß es nicht. Schon irgendwie, ja. Dass er uns überall begegnet, nur dann da nicht. Irgendwie wäre doch interessant, so sein Geburtsort, sein Heimat. Oh. Ich bin nicht die Einzige, die das macht. Okay. Und Ezio dafür an, wurde davon an, für angepöbelt. Ernsthaft. Da war das noch verpönt. Ich muss mich verstecken. Dabei glaube ich, dass, zeitlich gesehen müsste das hier vor Ezio sein, ne? Oder? Bin mir da eigentlich nicht sicher. Also ich weiß, dass Valhalla vor der Zeit ist von allen. Dass Connor müsste... Ich sehe es doch Connor, ne? Nicht, dass ich das jetzt gerade irgendwie, weil ich da verschiedene Spiele... Na, ich glaube, er hieß Connor, der dritte Teil, ne? Also der Typ aus dem dritten Teil. Ja, auf jeden Fall dieser, ne? Er hatte einen ganz komischen Namen und wurde dann Connor genannt. Bin mir gerade nicht sicher. Müsste nach Ezio sein. So Kolonialisierung, oder? Davor. Jetzt bin ich mir echt gerade so ein bisschen, ich müsste mir nochmal einen Zeitstrahl angucken. Ich hatte mir mal einen Zeitstrahl angeguckt, wo dann alles so aufgelistet ist, welches wie wo wann spielt und, ne? Wenn man Storyline-technisch nacheinander spielen will, wie, welche Teile man zuerst spielen müsste, um dann da, nö. Dass der erste Storyline technisch nicht der erste ist und ja, kann man sich ja gut vorstellen, ne? Obwohl Alter Ihr müsste eigentlich noch vor Valhalla, oder? Bin ich da jetzt gerade ein bisschen fünsch. Mal hochklettern. Weil ich meine, Alter, ihr ist halt schon wirklich zeittechnisch so ein bisschen rückschrittig, ne? Also generell. Nicht nur vom Gameplay her, sondern.
Kannst du mal? Danke. Müsste ich, wie gesagt, nochmal gucken. Das hab ich gerade nicht im Kopf. Hier ist noch eine Tür. Die habe ich gerade echt gesehen. Jetzt wäre ich gleich hier durchgegangen. Okay. Und hier komme ich durch. Oh. Ja, ist in Ordnung. Wir haben den Ort abgeschlossen. Von daher... Oder? Ja, komm. Wir müssen den ja nicht töten. Lief doch super. Mit der Insel. Mit Kos. War doch. Ja. Ne, ja, aber ganz gut hinbekommen. Welche wäre denn jetzt die nächste? Hier, ne? Nisiros, dann Anafe und Terra, ne? Da waren wir auch schon. Aber ich glaube, Terra haben wir, glaube ich, schon abgeschlossen. Dadurch, dass wir ja da mit Atlantis und so... Ich glaube, Terra war soweit fertig. Hier sind wir auch schon gewesen. Ich glaube, eigentlich wäre Nisiros zuerst dran. Ich gehe zuerst zu Anafe, ne? Weil Anafe haben wir abgeschlossen, dann könnten wir hier schnell reisetechnisch hin und dann mit dem Schiff rüber zu Nisiros, ne? Ich weiß halt nicht, was hier ist, weil das ist noch nicht freigelegt. Gut, machen wir das so. Dann haben wir nämlich auf der Seite alle Inseln soweit abgeschlossen. Haben wir auf der Seite noch, außer hier Kythera? Alter, zeig mir mal den Inselnamen an. Zeig an. Kythera, genau. Genau, dann haben wir alle. Kefalenia haben wir sowieso, glaube ich, abgeschlossen. Oder haben wir da noch was? Kann sein, dass wir da noch was haben. Aber soweit. Doch hier, das Versteck, ne? Banditenanführer haben wir nicht getötet. Können wir noch vielleicht noch machen, können wir noch nachholen. Aber ansonsten haben wir die Inseln dann soweit abgeschlossen können. Dann hier Festland, Makedonien, Malis und dann so einmal so runter. So. Ja, hier Missara müssen wir auch noch. Aber ansonsten. Missara würde ich tatsächlich sogar zuletzt machen, ne? Wegen, hier dem. Auch wegen der Arena. Und auf Melos haben wir ja dann noch die Quest mit den 100 Händen. Messenien haben wir aber noch gar nicht. Und teilweise haben wir ja noch, Dings. Hier die Ordensmitglieder-Gedönse. Aber bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Werden wir erstmal die Schnellreise machen, weil ich meine, ne? Frau braucht sonst zu viel Zeit. Und wir sind ja eh schon fast am Ende der Folge. Ne? Also, von daher. Aber wie gesagt, wir kommen eigentlich ganz gut voran. Ich meine, für 100, über 100 Stunden ist das auch irgendwie, ne? Wäre schade, wenn nicht. Aber ein bisschen traurig. Muss ich kurz gucken, wo hier das Schiffanlegergedöns war. Hier. Da müssen wir nämlich hin. Genau dort. Damit wir gleich die Adressee rufen können. Ja? Ist ja wichtig. Ja. Dass wir wirklich schon alle Inseln so weit fertig haben, ne? Krass. Also so linkstechnisch. Ich meine, wir haben bestimmt vielleicht nicht alles, aber so, was wir so gesehen haben, haben wir gemacht. Nö. Oh, ist ja auch noch was. Was wir noch nicht gesehen haben und dann übersehen haben. Muss ich öfters mit dem Vogel rüber. Oder irgendwie sowas. Kann ja sein. Ja, ja. Ich habe zu lange an einem Ort gestanden und jetzt hat man uns entdeckt. Das nehmen wir auch noch mit. Ein paar Eisenbrocken können wir immer gut gebrauchen. Da vorne liegen auch noch welche. Ich glaube, der hat uns von uns abgelassen. Ja. Kannst du... Dankeschön. Also manchmal ist Cassandra so ein bisschen schwer vom Begriff, ne? Ich drück den Stick hoch und sie klettert runter. Ne? Nein, ich habe nicht Kreis gedrückt, ich habe X gedrückt. Also irgendwie manchmal... Ja. Vielleicht hat sie ja den Halt verloren. Okay. Oh, ich hasse es, nachts zu fahren. Aber wahrscheinlich ist es nachts besser, ne?
Irgendwie. Setzen wir die Segel! Wir erwarten das Bild. Ja. Okay. Dann einmal hier hin. Wollte nur einen ungefähren Punkt haben. Kann ich schon Reisere? Danke. Reisegeschwindigkeit ist immer sehr nett. Ach ja, das ist das. Okay. Dann wollen wir mal. Nö, dass wir die kleine Insel da oben auch nochmal mitnehmen. Dann haben wir... Dann sind wir schon ziemlich weit. Nö. Dass wir uns dann auf die kleinen Sachen nochmal stürzen können. Vielleicht noch ein paar Sachen abgeben. Das wäre auch ziemlich gut, ne? Dann kriegen wir auch wieder Punkte. Genauso wie wenn wir hier Sachen abschließen. Ja, Erfahrungspunkte sind immer was Neues. Bruder, bereit machen! So. Dann hör kurz durch. So. Mal schnell rüberschwimmen. Die Insel sieht halt nicht sehr spektakulär aus, aber man weiß ja nicht. Ich sehe jetzt alleine schon zwei von diesen Eisenbröckchen. Häufchen. Eisenbrockenhäufchen, so. Oh Gott, schon wenig. 14? Na, geht. Siehst du? 11 Obsidian noch drauf und ich bin glücklich. Hier ist auch noch was. Ich hab's gerade gesehen. Aus den Augenwinkeln. Deswegen gehen wir nochmal zurück. Ist ja egal, wie wir hier hochgehen, ne? Hauptsache einigermaßen hier alles erkundet. Sag mal, haben wir hier denn was kartentechnisch? Ach ja, hier. Ernsthaft? Okay, hier wären zwei Anlegestellen gewesen. Und da ist ein Fragezeichen. Gut, dann... Ich würde sagen, immer zum Fragezeichen, ne? Das sah zwar gerade ein bisschen gefährlich aus, aber man weiß ja nie, ne? Ah, den Dings müssen wir auch noch machen, die Klopen. Dann war ja auch noch auf so einer Insel, ne? Und so Mini-Inseln haben wir ja auch noch. Ich habe jetzt zwar die ganzen großen, aber... Ja, hier ist wieder Lava. Ist das auch wieder so ein ISO... Gedöns? Ja. Da vorne ist er. Er? Argus? Finde und töte Argus. Hä? Ich bin nicht... Nein, das war nicht mein... Begehr. Wer ist Argus? Will ich ihn schon begegnen? Ich speichere. Oh, wir haben eh Ende der Folge. Passt so gut. Okay, vielleicht werden wir in der nächsten Folge erfahren, wer Argus ist. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Bye.